Im Rahmen der Veröffentlichung des Rollenspiels Vampir wollen wir euch eine kleine Einführung in die Geschichte der Vampire geben. Das ist natürlich ein Phänomen, das ganze Regalmeter füllt in Archiven und das schon extrem oft besprochen worden ist, das natürlich die Popkultur bis heute prägt und auch in der Literatur und im Film in besonders vielen Facetten und Varianten behandelt wurde. Aber hier soll es so ein bisschen darum gehen, wo die Vampire eigentlich herkommen und warum sie für die Menschen so real waren in der damaligen Zeit. Da kann man bei dem Wort eigentlich schon anfangen, das recht modern ist. Also der Begriff Vampir, den kann man recht klar in das Jahr 1732 datieren. Da taucht er zum ersten Mal im Deutschen auf. Entlehnt ist er aus dem Serbokroatischen. Das sind ja bloß 150 Jahre, bevor Bram Stoker seinen Dracula veröffentlichte. Da gab es einen Bericht von der österreich-ungarischen Heeresabteilung, die an der Grenze zu Serbien über Vampirvorfälle erzählt hat. Und das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, denn man muss sich vorstellen, dass dieser Bericht geschrieben worden ist von einem Offizier, von einem Feldchirurgen wurde er assistiert und es wurden zahlreiche Zeugen befragt, die diesen Bericht, der also nicht einem Romanautor entsprang oder irgendwelchen auf Hörensagen beruhenden Erzählungen, die weit gereist sind, gegengezeichnet wurde. Dieser Bericht über die Ereignisse an der serbischen Grenze, über diesen Vampirismus, den man da angeblich beobachtet hat, der hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und es gab in dieser Zeit sehr viele Leute, die sich dann darauf berufen haben, auch die Preußische Akademie der Wissenschaften. Und so ist dieser Begriff ins Deutsche gekommen im Jahr 1732 und wurde dann daraufhin auch angewandt auf zum Beispiel Vampirfledermäuse, also auf blutsaugende Tiere, aber eben auch auf den blutsaugenden Menschen. Und erst dieser im Deutschen geprägte Begriff ist dann zurück entlehnt worden ins Slawische. Was natürlich jetzt nicht heißt, und das ist ganz interessant an dieser Geschichte, dass dieser Mythos des Vampirs keine Wurzeln hätte. Im Gegenteil, die Spuren des Vampirs, die führen zurück bis in die Antike, als die sogenannte Empuse, als weibliches Geister- und Dämonenwesen, das Männer besucht, sie verführt und nach dem Akt frisst bzw. ihr Blut aussaugt. Das ist quasi so nah dran an dem späteren Vampirmythos, dass man sagen kann, dass es von der Antike über das Frühmittelalter hindurch viele verschiedene Facetten und Typen von Unholden und Monstern gegeben hat, die bestimmte Aspekte des modernen Vampirs, die wir alle mit Dracula verbinden, aus Bram Stokers Roman, vorwegnehmen und vereinen. Und wenn man verstehen will, warum diese Offiziere im 18. Jahrhundert eine Art Tatsachenbericht über den Vampirismus abgeliefert haben, dann muss man versuchen, in die Vorstellungswelt zu kommen von Leben und Tod, denn die unterscheidet sich extrem von unserer modernen Vorstellung. Bei uns ist es ja vielfach so, dass mit dem Tod eine Zäsur eintritt und man eben nicht mehr da ist. Im Frühmittelalter und im Mittelalter war es so, dass es diese Grenze nicht gab, dass der Tote war immer noch Teil der Gemeinschaft. Der Tote war immer noch Teil des Bewusstseins und man konnte ihn sogar treffen. Ja? Man hat auch erwartet, dass er einen besucht. Und bei den Wikingern war es zum Beispiel so, dass die Toten, die man in den Grabhügeln beerdigt hatte, dass man die aufgesucht hat, indem man sich oben drauf gesetzt hat und mit ihnen gesprochen hat. Man hat erwartet, dass sie halt dadurch, dass sie eben weiterleben in ihrem Grabhügel, deshalb hat man sie ja auch bestattet mit den Grabbeigaben, wie voller Rüstung und so weiter, Honigwein und Co., dass sie da Weisheit ansammeln und dass es sich lohnen würde, mit den weisen Toten zu sprechen. Trotzdem ist es so, dass diese Vorstellung der Gleichzeitigkeit von Lebenden und Toten natürlich auch dazu führt, dass es Widersprüche gibt und Dinge, die nicht so funktionieren. Und da kommen wir in den Bereich der Unholde, der Wiedergänger und Untoten. Es gab eine starke Vorstellung von dem guten und dem schlechten Tod. Und in dem Moment, wo jemand keinen guten Tod erlitt, war die Gefahr groß, dass er zu einem Wiedergänger wurde, zu einem Unhold. Er befand sich im Grunde in so einer Zwischenphase, zwischen den Welten, zwischen dem Diesseits und dem Jenseits.
Und die Leute haben sich wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie dieser gute Tod auszusehen hat. Da musste man viele Vorbereitungen treffen. In der mittelalterlichen Vorstellung gab es für jeden Menschen eine bestimmte klare Lebenszeit, also eine natürliche Lebensspanne, die man hinter sich bringt, um dann den guten Tod zu erleiden. Aber hatte man einen Unfall, wurde man zum Beispiel von einem Pferdehuf erschlagen, erlitt man einen, war man Opfer eines Mordes oder gar Selbstmörder, waren das zum Beispiel schlechte Tode oder ist man verurteilt worden aufgrund eines Verbrechens, solche Geschichten. All das, was nicht ganz natürlich ist, sorgte für einen schlechten Tod. Und jemand, der einen schlechten Tod hinter sich hatte, der konnte auch am ehesten von Geistern, Dämonen und Co. heimgesucht werden, aber eben auch als Untoter, als Wiedergänger auftreten und der Gemeinschaft schaden. Ganz entscheidend ist, dass diese Legende, diese Vorstellung von Vampiren auf weit zurückreichende Traditionen eben zurückgeht und kein Phänomen ist, was sich auf zum Beispiel Transsilvanien, Rumänien und Co. beziehen lässt. Denn es ist in komplett Europa gibt es Berichte über Vampire, Wiedergänger und Untote, aber natürlich auch in Asien. Also China hat eine reichhaltige Vampir-Legendentradition und auch in Japan gibt es zum Beispiel den Katzenvampir, der ähnlich vorgeht wie Bram Stokers Dracula, wenn man so will. Das ist also überall verbreitet, diese Vorstellung. Und da ist natürlich die spannende Frage, wie kommt das? Das hat eben mit dieser Vorstellung von Leben und Tod zu tun und natürlich auch damit, dass sich die Leute versucht haben zu erklären, woher bestimmte Unglücke, sei es jetzt Naturkatastrophen, aber eben auch Krankheiten, wie das sein kann, dass Leute angesteckt werden, dass auf einmal ganze Verwandte wegsterben. Diese Epidemien, Pest, Cholera zum Beispiel, die konnte man bis ins 18. Jahrhundert eben noch nicht komplett medizinisch erklären. Und da ist es so, dass die Vampirgeschichten genau das beschreiben, dass jemand einen schlechten Tod erleidet und daraufhin zurückkehrt als Vampir und zum Beispiel in erster Linie auch seine Verwandten oder auch die Nachbarn des Dorfes heimsucht, infiziert, die daraufhin eben auch irgendwann sterben. Jetzt ist es so, dass die Kirche zum Beispiel überhaupt keine Antwort hatte auf diese Vorstellung. Man muss eben akzeptieren, dass für die Leute dieser Vampir real war. Also mussten sie ihm auch irgendwie Einhalt gebieten, sich wehren. Und deswegen haben sie zum Beispiel die Gräber ihrer toten Verwandten geöffnet und mit einem Holzpfahl die Brust durchstoßen, den Kopf abgetrennt, meist mit einem Spaten enthauptet und ihn sogar, was archäologische Zeugnisse belegen, zwischen die Füße gelegt. Und zwar so weit, dass der Tote seinen eigenen Kopf nicht mehr erreichen konnte. Diese Berichte von Pfählung, die reichen zurück bis ins Frühmittelalter, diese Vorstellung. Und das war für viele Leute das einzige Mittel, um sich eines Vampirs zu entledigen. Aber der moderne Vampir hat eben viele Vorläufer. Er ist wie eine Art Superbösewicht, den Bram Stoker mit all den Charaktereigenschaften und Facetten versehen hat, die man eben heute kennt. Die Verwandlung in diverse Tiere, der Biss, aber eben auch bestimmte Dinge, die mit Tag und Nacht zu tun haben. Und wenn man sich mal anschaut, was vor dem 18. Jahrhundert für Kreaturen innerhalb des Volksaberglaubens und innerhalb der Legenden diskutiert wurden, dann kommt man auf Kreaturen wie zum Beispiel den Rufer, der seine meist auch Verwandten damit tötet, dass er alleine ihren Namen laut ausspricht. Ja. Oder zum Beispiel der Klopfer. Das sind Tote, die wiederkehren, nachdem sie beerdigt worden sind und die dann eben an der Tür klopfen. Den darf man nicht öffnen. Oder auch der Aufsitzer. Das sind Gestalten, die an unheimlichen Orten, an Wegkreuzungen, aber auch an Friedhöfen die Wanderer überfallen, quasi auf ihren Rücken springen und dann für eine große Mattigkeit sorgen und fast für ein Dahinsiechen und für eine Atemnot. Und schließlich, der eigentliche Vorgänger des modernen Vampirs ist der Alp.
der auch oft bezeichnet wird als zweites Ich einer Hexe, die jemanden nachts besucht, der kommt eben, wenn die Opfer schlafen und sorgt damit, dass er sich auf ihre Brust setzt, auch für eine große Atemnot. Und diejenigen, die über den Alp berichtet haben, sprechen meist auch von Erstickungsanfällen. Und das ist eigentlich so zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert, wird das auch meist mit dem Vampir in Verbindung gebracht. Es ist gar nicht das Blutsaugen, sondern eher das Ersticken, die Atemnot. Und der Alp ist damit im Grunde im Volksaberglauben einer der Vorläufer des modernen Vampirs, weil er viele Eigenschaften schon vorwegnimmt, die eben zum Beispiel auch Dracula hat. Dass sich die Lebenden und die Toten in einer Welt befinden und gar nicht getrennt sind, wie in unserer modernen Vorstellung, findet sich heute noch in dem Sprichwort, er wird sich im Grabe umdrehen. Das verdeutlicht so ein bisschen, wie real für die Leute tatsächlich ihre eigenen Toten noch waren. Und wie real diese Vampire für die Leute noch bis ins 18. Jahrhundert waren, zeigt sich nicht nur in diesen Berichten von vermeintlichen Autoritäten oder auch in wissenschaftlichen Abhandlungen und Dissertationen, die über das Thema geschrieben worden sind zu der Zeit, sondern eben auch in der Gesetzgebung. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts hat Maria Theresia von Österreich-Ungarn ein Gesetz erlassen, das es verbieten sollte, Tote nachträglich zu töten. Also posthume Exekutionen wurden verboten, weil es eine regelrechte Seuche gab oder eine regelrechte Bewegung, auch gerade in ländlichen Gebieten, dass Tote wieder ausgegraben worden sind und gepfählt, geköpft worden sind. Teilweise hat man ihnen auch noch das Herz rausgerissen, weil die Leute so eine Angst hatten. Und wie kann man sich das erklären? Ich habe die Pest und die Cholera erwähnt, aber auch solche Phänomene wie die Tollwut muss man hinzuzählen, die eben noch nicht komplett wissenschaftlich erklärt worden sind. Und da hatten die Leute eben einfach eine gewisse Angst und haben sich der Mittel bedient, die tradiert worden sind. Bezeichnenderweise boomt dieser Glaube an Vampire in einer Zeit Ende des 17. Jahrhunderts, Anfang des 18. Jahrhunderts, als die Hexenverfolgungen gerade beendet sind. Die erleben ja ihren Höhepunkt 1550 bis so 1650, und als die letzten Scheiterhaufen der Hexen verkohlten, waren auf einmal die Berichte da über Vampire. Und das lässt vielleicht aus soziologischer Sicht darauf deuten, dass Gemeinschaften vielleicht in regelmäßigen Abständen diese rituelle Opferung brauchten. Nicht mehr die Hexe wurde verantwortlich gemacht für all das Böse, was innerhalb der Verwandtschaft passiert ist oder was an seltsamen, schlechten Toten vorgefallen ist, sondern es war dann eben der Vampir, der verantwortlich gemacht worden ist und der dann nachträglich getötet werden musste. Interessanterweise gibt es diese Nachrichten über schlechte Tode, über Wiedergänger eben durch alle Jahrhunderte hindurch. Aber es gab auch spezielle Ereignisse, die sich verbreitet haben und die diesen Vampir-Mythos noch befeuert haben, wie unter anderem die Geschichte von Elisabeth Bathory. Das war eine ungarische Adlige, die in den kleinen Karpaten, in der heutigen Slowakei, auf einer Burg gewohnt hat. Und ihr Mann war ein großer Fürst, ein angesehener Fürst, der hat gegen die Türken gekämpft und wurde Schwarzer Ritter genannt aufgrund seiner Härte in diesen Kriegen. Als dieser Mann verstarb, mehrten sich die Gerüchte, dass diese Gräfin Bathory seltsame Sachen auf ihrer Burg macht, vor allem mit jüngeren Mädchen aus den umliegenden Dörfern. Das steigerte sich so weit, bis dann die örtlichen Behörden 1611, 1614 ihre Burg gestürmt haben, und die Berichte variieren, zwischen 35 und 80 tote Mädchen gefunden haben, die teilweise gefoltert worden sind, zerstückelt worden sind, und dann hat man ihr den Namen die Blutgräfin gegeben und hat das Gerücht wurde in Umlauf gebracht, dass sie auch das Blut dieser jungen Frauen getrunken hat und darin gebadet hat, um eben ihre eigene Jugend zu behalten. Das sind auch so Dinge, die wurden diskutiert, die wurden weitergetragen, die haben natürlich diese ohnehin vorhandenen Vorstellungen über Untote und Co. noch weiter in eine bestimmte Richtung gebracht. Als Bram Stoker also Ende des 19. Jahrhunderts seinen berühmten Roman Dracula veröffentlichte, war der Vampirglaube schon fest verankert, über 150 Jahre Minimum, nicht nur innerhalb der Literatur, die in der Gothic Novel dieses Thema immer wieder aufgriff,
sondern eben auch immer noch in der Gesellschaft präsent, was man heute auch kaum weiß. In Leipzig wurde zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts eine Oper aufgeführt, Der Vampir. Es gab zahlreiche Kurzgeschichten und Romane darüber. Und es hielt sich ja dann auch bis sogar Anfang des 20. Jahrhunderts, wo zig Vampirfilme in den 30er Jahren und 40er Jahren gedreht worden sind. Und der Vampir konnte nur deshalb in unserem modernen Bewusstsein überleben, weil er eben keine Schöpfung der Moderne ist, sondern mit den Vorstellungen über ein Wesen, das zwischen dem Jenseits und dem Diesseits gefangen ist. Auch der Vampir ist ja im Grunde eine tragische Gestalt, denn er wird von den Toten abgelehnt, da gehört er nicht so ganz dazu, und natürlich von den Lebenden gefürchtet. Deswegen ist der Vampir bis heute noch so eine interessante Gestalt und hat über Jahrhunderte hinweg in irgendeiner Form, sei es als Alb oder eben als Nachzehrer oder als Vampir, die Fantasie der Leute beschäftigt.